Wie lauten die Regeln dieses Duells? Ihr seht auf dem Feld 25 geschlossene Augen. Von Runde zu Runde werden sich immer mehr dieser Augen öffnen. In jeder Runde öffnen sich 5 Augen und ihr erhaltet 5 Spielfiguren. Auf jedes der geöffneten Augen müsst ihr eine Spielfigur platzieren. Das Licht zeigt, auf welches offene Auge die nächste Spielfigur zu stellen ist. Die Spielfiguren haben verschiedene Farben. Grün, gelb, rot, braun und weiß. Beim Platzieren müsst ihr beachten, dass niemals 2 Spielfiguren derselben Farbe in ein und derselben Reihe oder ein und derselben Spalte stehen dürfen. Derjenige Spieler, der diese Regel bricht oder aufgrund des Spielverlaufs nicht mehr erfüllen kann, hat das Spiel verloren. Das klingt nicht allzu schwierig. Generationen von Zerbiten schärften mit diesem Rätsel ihren Geist. Die Reihenfolge, in der sich die Augen öffnen, nennen wir Stellung. Es gibt Hunderte davon. Jede von ihnen bietet eine neue Herausforderung. Ich werde die passende für euch heraussuchen. Ja, speichern wir hier mal sicherheitshalber. Vielleicht kriege ich ja ein Unentschieden raus. Jetzt bei dem Versuch. Ansonsten probieren wir es in der nächsten Aufnahmesession nochmal. Seid ihr bereit, eure Geisteskraft zu beweisen? Ich bin bereit. Beginnt das Duell. Wohlan denn. Prüft die Wahrheit eurer Worte und siegt. Gespielt wird die Stellung des Affen. Okay, und ich bin ja als Erster dran. Ja, die Figur auf die Spielfläche schicken. Im Augenblick kann ich nicht viel machen, als die Figuren auf die Spielfläche schicken, weil gerade gibt es noch keine Logik dahinter. So, jetzt bist du mit dran.
meine nächsten 5. Oh, das wird lustig. Also gucken wir mal. Ganz logisch überlegt. Die hier sind für Rot tabu. Also Rot kann ich hier hinstellen. Und da fangen wir erstmal mit Grün an. Grün kann ich hier auf die beiden und auf den stellen. Okay. Gelb kann ich... Du bist braun. Ja, du bist braun. Gelb kann ich eigentlich auf die beiden, auf die drei stellen. Rot kann ich nur auf die beiden stellen. Den weißen kann ich nur auf das hier stellen. Ja. Also das Feld muss ich für weiß frei halten. Und braun kann ich beliebig stellen. Außer hier oben. Okay. Also wenn ich hier braun hinstelle, ist es okay. Dann müsste ich... hier muss auf jeden Fall weiß hin. Hier kann braun hin. Hier muss weiß hin. Das heißt, hier muss rot hin. Weiß und rot müssen hier hin. Die sind beide abgedeckt. Also wenn hier weiß ist, kann rot nur hier hin. So, dann bleiben für die drei hier noch. Gelb kann nicht auf die beiden, also muss gelb hier hin. Grün kann dann, muss dann hier hin, weil kann nicht hier hin. Und hier hin bleibt dann nur noch braun. Okay. Also, rot, weiß, gelb kommt als erstes. Gelb kommt als erstes. So. Gut. Jetzt kommt... Grün. Also wir haben gesagt Rot, Weiß... Grün, Braun. Ja, also Grün. Grün. So. Nächstes. Da müssen wir Rot hinstellen. Da müssen wir jetzt Weiß hinstellen. Und aufs Letzte kommt dann Braun. Für uns. So. Gut, Tomi. Ich würde aber sagen, nach Tomis Zug könnten wir speichern dann. Da kann sie eigentlich genau nur braun hinstellen.
Da kann sie rot hinstellen, genau. Oder ich beende da, weil eigentlich ist es dann wirklich klar, was wohin kommt. Wenn sie ihre gestellt hat. Es ist nur meine zweite Runde, die ich richtig machen muss, wo ich überlegen muss. Alles andere ist dann Pillipalli. Weil für sie überlegt der Computer jetzt. Also die Entwickler, der Algorithmus, da kann nichts schief laufen bei ihr. Außer es ist natürlich jetzt schon nach ihrer zweiten Runde unentschieden. Nein, ist es nicht. Okay, machen wir das noch fertig. Schicken wir mal unseren Irrfit darüber. Also wie gesagt, es ist jetzt straightforward, weil ich sehe, ich habe hier braun, gelb, rot, weiß und hier habe ich braun, gelb, rot, weiß. Also bleibt hier nur grün. Flupp. Hier genauso ist rot, grün, weiß, gelb. Ah, hier sind zwei. Aber rot kann es, also rot, grün, weiß und gelb können es nicht sein. Also muss es braun sein. Weil dann kommt hier rot hin. Ja, weil hier ist kein Rot und hier ist kein Rot. Genau. Straightforward. Genau, hier kommt Rot hin. Rot. Braun, weiß, grün. Das heißt, hier kommt gelb hin. Und jetzt noch aufs Letzte, dann haben wir es geschafft. Also dann haben wir ein Unentschieden rausgeholt. So, weil weiß ist nicht hier und weiß ist nicht hier. Patt, keiner hat gewonnen. Also gebührt auch keinem von euch Zugang zu unserem Vermächtnis. Gib die Artefakte des blutenden Auges wieder heraus, Schwindlerin! Wir werden sie wieder in den Uhrwerkhallen verstecken, auf das eines Tages der Richtige sie finden wird. Ja. Liz? Was zur Hölle ist Bliss? Oh, Erfahrungspunkte. Gegenstand erhalten Bliss. Da muss ich mal nachgucken. Okay, Tomi ist besiegt. Wir haben Erfahrungspunkte erhalten, aber noch nicht genug fürs nächste Level-Up.
Gut, ich würde sagen, aber wir speichern jetzt hier. Let's Play starten und machen uns dann in der nächsten Folge auf den Rückweg. Also, bis gleich.